Ja, also mein Name ist Ralf Frenzel, ich bin der Verleger des Trittori Verlags und habe den Verlag 2004 gegründet mit der Intention, Bücher in den Markt zu bringen, die einfach einen hohen inhaltlichen Anspruch und auch das Thema Kochen, Genuss und Trinken einen Stellenwert hier in diesem Land hat. Ich glaube, das ist uns gelungen. Wir hatten vorher schon sehr gute Bücher produziert, konzipiert, mit den erfolgreichsten Kochbüchern Deutschlands. Wir haben Bücher produzieren natürlich auch für ein breites Publikum, auch zum Beispiel hier die Kooperation mit den Kochsendern, The Taste, das große Backen, Eni, das Backen oder wie gesagt Alfred Biolek. Aber auch ganz andere Themen, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel Deutschland 2.0. Wir haben Bücher konzipiert, die auch sehr stark mit Wissen zu tun haben, so wie zum Beispiel das Thoma-Buch, was damals ein Riesenerfolg, Molekulares Kochen. Das Rezept ist der Star. Das ist eine ganz andere Ansatzweise, was andere Verlage haben. Die kommen ja aus der Sprache, aus einem anderen Denkansatz. Bei uns ist es so, der Vorteil liegt bei uns. Es ist schon mal sehr gut, wenn man über was spricht, wo man sich auch auskennt, zum Beispiel das Kochen. Grundsätzlich werden alle Rezepte bei uns in unseren Versuchsküchen produziert, nachgekocht. Jetzt gehen wir mal ganz einfach mal ein bisschen hier durch die Gegend, damit man so ein Gefühl hat, wie wir hier arbeiten. Ja, weil was ist auch Verlag? Verlag gibt es natürlich Verlagskolleginnen und Kollegen, die natürlich hier arbeiten, um einfach zu sehen, wie umfangreich die Teams sind. Hier sind unglaublich viele Menschen, die an dem Thema dran sind. Rezeptbearbeitung, Rezeptkontrolle, die sind natürlich da, überprüfen, was ist. Der Lärm, wo der hinten herkommt, kommt aus einer aus unserer Küchen. Das arbeiten die mit einem Funkgerät, aus einem Grund, weil wir mehrere Küchen haben. Und wir sind hier in Vorbereitung für eine Produktion für Gaggenau, dem besten Küchengerätenhersteller der Welt. Und da sind wir sehr stolz, dass wir diese Produktion machen dürfen. Hier sieht es aus etwas wie ein Schlachtfeld. Aber es ist unglaublich wichtig, dass wir sehr präzise und genau diese Dinge hier machen. Und hier sind die Vorbereitungen am Laufen. Das ist unsere Vorbereitungsküche. Und jetzt sieht man mal, was hier passiert. Dieses Rezept nennen wir Käsesoufflé. Ja? Dieses Käsesoufflé wird minutiös aufgeschrieben, so dass man sofort versteht, wie es geht. Und da wird die ausführliche Beschreibung gemacht. Und nach diesem Vorgang müssen explizit unsere Kollegen daran arbeiten. Und wir haben hier unterschiedliche Talente. Die Arbeit sind von Küchenmeistern, Küchenprofessionellen, aber auch Laien. Warum? Weil Amateure, die Liebe zum Kochen haben, nochmal eine ganz andere Sichtweise haben und einen ganz anderen Denkansatz bringen, um die Gelingenauigkeit vielleicht auch mit dann zu präzisieren als ein Profi, der schon weiß, was er tun will. Das ist ganz wichtig bei diesen Dingen. Jetzt gehen wir mal weiter nach oben. Um Kochbücher zu produzieren oder diese Lebensumwelt, muss man natürlich auch Vorbild sein. Und deshalb muss man auch schauen, dass es sehr lebensecht ist. Und wir haben hier im Haus 5 Küchen, die natürlich genutzt werden, um wirklich auch diese Dinge echt zu produzieren. Jetzt gehen wir hier mal in unsere Vorbereitungsküchen. Und hier sieht man, was gerade heute produziert wird. Das ist der Backofen der neue Generation von Gaggenau, die wir auch wieder testen. Wir haben natürlich alle Gaggenau-Geräte hier installiert, um überhaupt die Produktion reell sauber arbeiten zu können. Das heißt, wir arbeiten permanent immer wieder, um zu schauen, wie wir die Geschmackssicherheit für Rezepte immer optimiert bekommen, damit der Kunde von Gaggenau immer das Beste bekommt, weil nämlich einfach gutes Essen hervorragend zubereitet. Vorne ist das Fotografenteam. Jetzt gehen wir mal schauen, wie aufwendig das betrieben wird, um einfach das beste Foto der Welt zu bekommen. Also wir haben zum Beispiel überhaupt keine Foodstylisten, weil ich der Meinung bin, entweder kocht man 1:1 und dann ist das lecker und dann sieht das auch lecker aus, aber ich brauche keinen Stylist, der das jetzt immer schöner, besser hingerichtet. Das ist wirklich alles unnötig und falsch. Und ein entscheidender Punkt ist natürlich, und das ist natürlich ein wichtiger Moment, dass alles immer richtig schmecken muss. Es wird noch klein optimiert, mit seinem Käse, wie er sagt, aber schmeckt schon super. Und das ist auch wichtig, dass das authentisch echt ist. So, jetzt gehen wir hier rüber. Schauen wir mal, das ist jetzt das Foto, was gemacht worden ist. Das wird 1:1 geschossen, nicht mehr viel bearbeitet, ist eigentlich fast perfekt und wir brauchen nicht viel dafür. So, und da hat man das Glück, den besten Fotografen zu finden, der natürlich auch für diese Arbeit notwendig ist. Und das ist eine ganz große Herausforderung, die wir haben, weil wir suchen immer für jedes Objekt maßgeschneidert die beste Konzeption. Also was mich sehr stolz macht, wir arbeiten mit Gaggenau seit vielen, vielen Jahren.
Gaggenau kenne ich schon natürlich seit Beginn meiner Kochlehre. 1978 war Gaggenau immer einer der führenden Kochgerätehersteller, Backofen, Spezialist für viele Dinge, vom Klimaschrank bis zum großen Mythos-Backofen. Und das war natürlich eine große Ehre, dass wir seit vielen Jahren ein enges Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis haben und mit dieser tollen Marke und den Menschen, die hinter dieser Marke stehen, weil es machen ja die Menschen aus, die für so eine Marke auch die Qualität erzeugen. Und da sind wir sehr stolz, dass wir diese Zusammenarbeit haben und als Verlag glücklich, dieses tolle Projekt umzusetzen, weil es ist natürlich für uns auch etwas Demut dabei, mit den Besten zusammenarbeiten zu dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, aber wir haben es über die Jahre geschafft, das hinzubekommen, und dafür danke ich Gaggenau sehr, sehr, sehr.